Freunde, ihr müsst ehrlich sein. Wollt ihr endlich mal wieder richtig abgeschleppt werden? Nicht in der Disco, sondern von Maximus auf der Autobahn? Dann schreibt es bitte in die Kommentare, weil ich bin wieder als Abschlepper unterwegs im Westbalkan-DLC in Kroatien. Und ja, mich haben sie gerufen und gesagt, hey, es gab einen schweren Unfall. LKW versus PKW. Naja, ihr könnt euch denken, wer gewonnen hat. Wir fliegen einfach mal in Richtung der Unfallstelle, weil das ist wirklich Not an Mann. Es staut sich immer mehr, die Fahrzeuge werden langsam verrückt und jetzt hilft es nur, den Maximus anzurufen. Ja, mit dieser Ausgangssituation werden wir heute den LKW hier von der Autobahn runterholen, dass der Verkehr endlich wieder fließt und der PKW, ja, er hat es wirklich nicht geschafft. Aber keine Sorge. Es ist nur zu Blechschaden gekommen. Ja, so sieht's aus. Ihr könnt durchaus mal ein Däumchen da lassen, weil ich muss wirklich sagen, ich liebe es, den Abschlepper zu spielen. Ich bin auf der 1.49 und trinke erstmal mein Käffchen, weil dann geht's richtig los. Lecker, Schlecker. So, wie gewohnt, der Mod hat natürlich schon seine Jahre auf dem Buckel und ist auch, ja, nicht mehr so fehlerfrei, ne? Deswegen fahren wir erstmal hier hinten hin und holen uns unseren Auftrag. Ja, so in der Art könnte ich mir das mal vorstellen, wenn SDS sowas mal ins Spiel bringt. So ein Abschlepper. Ja, ich habe schon sehr, sehr oft darüber geredet. Jetzt muss ich das leider so machen. So, da ist er. Und wir werden ihn annehmen. Oh, schön. Mit so einer richtigen schönen Animation wäre es definitiv noch schöner. Und ja, der Fehler bei dieser ganzen Sache ist, dass der LKW leider keinen Sound hat. Aber wir werden es überleben. Wo befinden wir uns jetzt gerade? Wir befinden uns hier in Kroatien und fahren dann hier oben hin Richtung, naja, wie heißt es da oben? Ach, schreibt das mal in die, rein in die Kommentare. Wir müssen erstmal hier eine kleine Wendung machen. 271 Kilometer. Und ich wünsche euch allen erstmal ein wunderschönes Wochenende. Am morgigen Tag, Sonntag, ist der Maximus wieder live. Da geht es dann wieder richtig los. So, machen wir mal einen Warnblinker aus und stellen erstmal alles wieder gemütlich ein. So schnell werden wir nicht fahren. 171 Kilometer auf der Uhr. Ich musste erstmal suchen, wo ich hier so eine gewisse Unfallstelle finde. Naja, ich habe jetzt, bevor ich das Video hier aufgenommen habe, nochmal selber reingehört. Und ich hatte doch mal ein Video gebracht. Das war mit den Trisern, Tirsern. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Zum Glück sind die Reifengeräusche laut genug, ne? und den Ford Truck, und da hat es ja so ein bisschen gekraschelt, ja. Das liegt daran, dass OBS nicht alles geladen hat. Das hatte ich nämlich jetzt auch nochmal. Sollte, ja, manchmal ist das so. Da kann man es, ja, muss man vorher mal ein bisschen gucken, ob das dann wieder alles läuft. Eigentlich sollte es jetzt wieder super sein. Also im letzten Video war es ja auch super. Ja, da muss ich halt OBS schließen und dann wieder öffnen und dann geht das alles. So, gut, dann werden wir mal schön gemütlich fahren. Von der Autobahn erstmal vor und dann wieder zurück und dann sehen wir mal. Vielleicht ist der Unfall dann schon weg. Aber das war schon echt heftig, ne? Überlegt mal, wenn so ein LKW ungebremst in so ein PKW reinfährt. Das ist ja oftmals immer das große Problem, dass gewisse, ja, LKWs, ja, ich denke, bei einem Großteil der neuen LKWs hat diesen Abstandswarner drin und, den man irgendwie auch ausschalten kann. Das ist halt das große Problem. Irgendwo kann ich das verstehen, dass man das ausschaltet, um vielleicht, bevor man überholt, noch näher an den anderen Fahrzeug ranzukommen, ja, Windschatten ausnutzen und dann wie in der Formel 1, ja, links vorbeizieht. Aber gerade wenn man lange auf der Autobahn ist, vielleicht schon ein bisschen müde ist, weil man den vorherigen Tag späten Parkplatz bekommen hat, konnte nicht richtig schlafen, weil es warm war. Naja, jetzt ist es wenigstens kühl, aber ja, oder neben ein Kühllaster stand, der die ganze Zeit gebrummt hat und. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Man kam nicht richtig zum Schlaf und dann sitzt man hinterm Steuer und muss dann trotzdem seinen Job machen. Und ja, also jeder kennt es selber, dieser sogenannte Sekundenschlaf, der nicht sein soll. Gehen wir jetzt nicht mal davon aus, beim Autofahren, vielleicht sagt der ein oder andere, nee, kenne ich gar nicht. Stellt euch vor, ihr seid auf der Couch,
seid ein bisschen geschafft und guckt einfach eine Doku an. Und dann merkt ihr auch, meine Güte, da gehen ja manchmal meine Augen so richtig zu. Und schwuppdiwupp, hä? Hab ich dann so, bin ich da schnell mal eingeschlafen? Ja, das kann natürlich auf der Autobahn auch passieren, verheerend. Deswegen die Technik, die uns heutzutage zur Verfügung steht, sollte man nicht blind vertrauen, aber das Ausschalten, zwiespältig, ne? Das muss man halt mal so schauen. Ja, so eine Warntafeln, Achtung, hier fährst du falsch auf die Autobahn. Vielleicht auch ganz wichtig, auch hier in Deutschland, weil oftmals hört man im Radio, Achtung, Achtung, eine Einmeldung, Geisterfahrer. Ich hoffe, keiner von euch musste das jemals erleben. Das ist wow. Also oftmals geht es ja wirklich noch gut, aber wenn es kracht, dann ja, dann hat man wirklich schon ja, große Probleme. Ne? Also, und zu überwiegenden Teil sind das ältere Menschen, die dann quasi auf der falschen Seite auffahren, weil sie einfach überfordert sind mit der ganzen Situation. Wird ja wahrscheinlich dann doch irgendwann mal kommen, dass man beim gewissen Alter ab 70 oder 75 dann irgendwo ja, so einen Eignungstest machen soll. Also ich halte nichts davon, dass man das so früh wie möglich macht. Also sagen wir mal ab 55 oder 60, ja. Überlegt, man muss bis 67 Stand heute hier am 8.11., wo ich dieses Video aufnehme, 23, dass man ja mit 65 oder ja, 65 oder 67 da so einen Test macht, ja. Weil, ja, sind wir mal ehrlich, wir sollen bis dorthin arbeiten, aber nicht mehr Auto fahren. Ja? Was soll denn der Quark? Ja, mal gucken, was die EU sich da einfallen lässt, aber naja, so richtig entscheiden ist ja dann doch ein bisschen schwierig. So, Unfallursache oder Unfall, naja, Stelle ist immer noch am Start. Und oftmals ist es zu schnelles Fahren, zu dicht auffahren, Selbstüberschätzung, auch ja, Alkoholeinfluss und. Wenn ihr, wer ab und zu mal solche Berichte dann guckt, LKW-Fahrer total betrunken, das ist dann ja die Verzweiflung. Ja, wenn du als LKW-Fahrer Monate oder wochenlang unterwegs bist, schlechte Bezahlung und dann in deinem Bock drinne sitzt und du bist einfach, ja, siehst dann irgendwo nicht mehr so den direkten Sinn von der ganzen Sache und dann verlieren sich einige dann quasi im Alkohol, ne? Teufelswasser. Ne? Also ab und zu, also ganz selten. Das letzte Mal vor 14 Tagen, wo Toni bei mir war. Und ja, da habe ich auch ein bisschen was, aber ich weiß gar nicht mehr, wenn ich das letzte Mal so richtig weg war, ne? Also das Nanuchen hier komplett die Achse weggeruppt. Also ob man bei dem LKW noch was machen kann. Also gerade weil man ja sieht, der ist ja schon nicht mehr so taufrisch. Der Truck, der ist ja wirklich schon, ja, nicht mehr lange ist es ein Oldtimer, ne? Und da hinten, der scheint ein bisschen dreckig zu sein. So, jetzt gab es hier einen kleinen, ups, jetzt gab es hier einen kleinen Unfall. Ach so, ich bin auf eine Taste gekommen, deswegen hat er bisschen hin und her gerutscht. Also solange wie dieser Mod noch funktioniert, ja, werde ich ihn auch ja immer benutzen, meine Tour machen. Ja, das. So, wir lassen wir die mal hier vor. Wir sind da Kameraden. Ach, gut, alles erledigt. Ah, machen wir mal wieder auf 75, reicht zu. Dann wird er jetzt langsam beschleunigen. Ja, hier das Navi, das geht natürlich nicht. Alles Work in Progress, ne? keine Ahnung, ob heute noch irgendwie ein zusätzliches Video kommt.
muss ich selber erstmal schauen, wie ich zeitlich das alles unter einen Hut bekomme. Aber wir kriegen das alles hin. Ja, Wochenende. Habt ihr irgendwas Schönes vor? Dann schreibt mal rein, was ihr vielleicht vorhabt. Vielleicht ist ja schönes Wetter. Ich habe jetzt das Wochenende meine Kleine. Deswegen, ja, werden wir bestimmt irgendwas unternehmen. Ich musste dann noch am Freitag hier Reifen wechseln. Hoffentlich hätte das alles geklappt. Also ich nehme es ja jetzt hier am Mittwoch auf. Ja. Und Durchsicht oder Ölwechsel ist auch noch. Ach, nee. Ja, und dann habe ich noch heute im Briefkasten geguckt. Ach, Strompreise erhöhen sich. Yippie! Und dann noch von der Kfz-Versicherung. Ja, zum 1.1. Ja, erhöht sich auch nochmal. Und ja, toll. Also, ich weiß auch nicht. Das geht alles so schnell. Deswegen sage ich immer, hey, guckt mal jeder selber seine Ausgaben. Was ist einem wichtig? Wo könnte man sparen? Ja, wer jetzt da doch ein bisschen weniger verdient, ne? Da muss man wirklich immer wieder ein bisschen drauf achten. Mal schauen, wie es überhaupt mit der Wirtschaft weitergeht hier. Mann, 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 Mann. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wer zum Beispiel selber oder Leute kennt, die jetzt nicht im öffentlichen Dienst arbeiten, sondern Firmen, ja, die quasi, weil der Absatz nicht mehr da ist oder die Leute sich nichts mehr leisten können, die dann vielleicht schon Kurzarbeit, ja, das wird irgendwie gar nicht so richtig thematisiert, ne? Aber im Bekanntenkreis kriege ich das so schon mit, dass die Firmen da schon nicht mehr wissen, wie es so weitergeht, weil jeder so ein bisschen Angst hat zu investieren, weil die Zinsen einfach zu hoch sind und. Es wird ja an den Verbraucher, an uns auch gar nicht so gegeben, ne? Also, wenn zwar die Zinsen jetzt erhöht werden, musste ich aber ein bisschen bremsen, dann könnte man sagen, okay, dann kriege ich ja mehr Zinsen aufs Konto. Aber das ist ja nicht so, dass man sagen kann, okay, damit könnte ich jetzt mein Sparbuch ein bisschen aufbessern. Es gibt ja auch Leute, die wollen ja ein Haus bauen. Das ist dann um ein deutliches höher, ne? Also alles ein bisschen schwierig heutzutage, ne? Aber wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken. Es wird irgendwann wieder besser. Ja, immer positiv denken. Nach so einem Down gibt es immer wieder einen Aufwärtstrend. So, mein Freund, was machst du jetzt? Ich bleib mal lieber auf der Straße. Wir haben noch was? 95 Kilometer nur noch? Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da so schnell sind. Na gut, wir sind jetzt hier. Wir können ja mal gucken, ob wir da... Wir fahren jetzt hier die Autobahn lang. Wir könnten ja auch hier lang reinfahren. Ach nee, hier geht's gar nicht. Doch, es geht doch hier lang. Wenn ich jetzt hier die Straße. Na toll, dann fahren wir hier so ab und dann ein bisschen hier lang. Genau, sieht doch gut aus. Man hätte auch hier lang fahren können. Hier. Ah, da müssen wir mal weg. Wenn ich jetzt das hier auf die Autobahn hier lenke. Dann könnten wir auch hier die... Das sieht sogar noch besser aus. Vielleicht fahren wir da so eine schöne enge Straße. Ich bin hier nur so zur Info. Ich fahre hier auf dem Profil 2, weil hier der LKW noch drin war. Ich wollte ja jetzt eigentlich mal mit dem RJL, aber irgendwie... Ich scrolle immer so durch die... Also bevor ich ein Video aufnehme, ist dann die erste Sache, naja... Was würdest du bringen? Guckst erstmal, was gibt es überhaupt für neue Mods. Naja, und dann merke ich, irgendwie nichts Besonderes. Dann gehe ich durch die Profile und sage, der Abschlepper. Ja, gut, dann fährst du halt Abschlepper. Ja, man sollte es jetzt nicht übertreiben, dass ich hier
Ja, 20 Videos davon bringe, das wäre jetzt auch ein bisschen blöd, aber. Ach, ich habe ja sogar eine Edeltraut hier drinne. Nanuchen. Ach, meine alte Edeltraut ist wieder da. Also, naja, also die, die ich damals immer drin hatte, ne? Ich glaube, die anderen gehen gar nicht. Das kann ich ausprobiert. Vielleicht setzt sich ja doch irgendwann jemand mal ran und baut auf dieser Basis des LKWs nochmal was Neues, wo der Motorsound gilt, wo einige Anbauteile funktionieren und. Ja, hier die ganze Sound Engine geht nicht so richtig wegen den F-Mod, der nach dem Mod kam. Ich würde, glaube, sagen, ich würde den nicht mehr nehmen, wenn jetzt zum Beispiel die Spiegelung hier auf den Scheiben so extrem. Ja, einige Mods haben ja dann diese Probleme noch, diese älteren, wo dann halt die Spiegelung auf den Scheiben eigentlich nicht mehr verhältnismäßig sind, ne? Wo du dann kaum noch rausgucken kannst. So, die gelben Engel und vor uns auch DRL. Naja, siehst du, läuft doch. Ja. Da sind wir extra mit unserem Abschlepper bis nach Kroatien gefahren. Oh, ja, jetzt haben die auch nicht einen Unfall gebaut hier. Jetzt ist doch nicht der LKW da reingefahren. Hier ist aber auch was los, ihr guckt euch mal an. Der Hupe geht auch nicht. So, ich hoffe, die Schranke geht jetzt nicht runter. Nee, die bleibt oben. Mann, hier ist aber auch was. So, blink, blink, blink. Aber jetzt müssen wir nochmal eine kleine Wendung machen hier. Nochmal zum LKW-Kontrollzentrum fahren. Oh, ich merke aber, wenn ich jetzt ein bisschen doller irgendwie auf die Eisen gehe, auf die Bremse, dann würde er den blockieren. Aber, ja, wer weiß. Fahren wir mal DRL hinterher. Die wissen nun bestimmt, wo sind. Ah, guck hier. Der Zoll am Kontrollieren. Gut so. Ab und zu mal Stichproben. Und schauen, ob die da irgendwas Verbotenes machen. Ach, ich liebe Sonderfahrzeuge. Ich mag das. Den Mod oder den Scania-LKW, den ich am gestrigen Tag gezeigt habe. Ich weiß gar nicht, ob das ein Paymod ist oder sonstige Sachen, falls es dann war. Denn ja, mir wurde das nur von den Leuten, das war, ich glaube, habe ich am Sonntag aufgenommen, das Video. Also seht ihr schon, dass ich da irgendwie schon sehr weit mal vorarbeite. Und mir wurde das einfach mitgeteilt. Hier, das wäre doch mal wieder eine Tour. Mit dem bist du doch schon mal gefahren. Ist zwar schon lange her. Aber ich bin da komplett raus, was Paymod und was nicht ist. Also ich weiß das nicht. Dann schreibt das einfach nett runter, wenn ihr es wisst, und dann läuft es. Und vielleicht wird sich mal einer an diesen LKW hier ran trauen. Ja, und den auf die neueste Version. Cool wäre es ja, wenn er im Steam Workshop drin wäre. Oh, mit Frachten. Das wäre so toll. Aber ich, davon gehe ich erstmal nicht aus. Also, ja, wenn er überhaupt angepasst wird, dann wäre schon super. Ich weiß gar nicht, ob die Scheiben runtergehen. Ich probiere es gar nicht, weil es gab damals mal Mods, die haben das noch nicht richtig unterstützt und dann ist das Spiel abgestürzt. Deswegen lasse ich das mal lieber. So. Ah, guck mal, 35 Kilometer. Wunderschönes Wetter. Da haben wir doch richtig Glück. Ja, ist zwar ganz schön weit, wo wir jetzt hier fahren, ne? Aber wir müssten jetzt hier abfahren. Oh, das ist irgendwie so, wie so ein befriedigendes Gefühl, wenn du hier auf der Map schaust, ja. Ah, es ist noch alles rot. Ja.
das wirst du jetzt nach und nach alles wieder abfahren. Den Link zu diesem LKW, ich glaube, ich mache den erstmal nicht rein. Also dann müsst ihr schon selber suchen. Ich weiß es jetzt selber nicht, weil, wie gesagt, er ist ja nicht mehr so aktuell. Aber die ganze Autobahn kreuzen, dann kommst du auch ganz schön durcheinander, ne? Da muss ich schon echt ein bisschen immer aufpassen, ne? Ah ja, wir kriegen das hin. Zum Glück fahren wir jetzt hier ganz normal unsere Tour hier. So. Da vorne. Jetzt fahren wir erstmal die nächste ab. Ach. Jemine. Ach, das ist... Aha. Dann endet quasi hier die Autobahn. Ist ja auch wild. Der Auflieger hat auch schon mal bessere Tage gesehen, ne? Also, muss ich ja mal sagen. So, bis vorne fahren sie. Denen ist es völlig egal, ob da jetzt ein LKW noch wartet. So. Okay. Schauen wir mal. Ja, guck mal, der kleine Transporter, der hat jetzt auch die Lackierung von Balkan Tours drauf. War das sonst da auch gewesen? Bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das jetzt auch mal so war. Ah ja. Aber jetzt aber schnell hier rüber huschen. Brumm, 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 brumm. Wie bei der Bundeswehr, wenn sie keine Munition haben, dann machen sie auch Peng, Peng, Peng. Ich habe das zum Glück nicht erleben müssen, aber ich habe von anderen das wirklich gehört, dass die... Der scheint aber sauber zu sein. Nur der Bus ist so ein bisschen dreckig. Ist mir noch nicht vorher aufgefallen. Also wie gesagt, ich fahre hier ohne KI-Fahrzeugmods. Wenn, dann sind da irgendwelche Lackierungen mit oben. Aber so habe ich erstmal keine Mods drin. Naja, muss ja nicht immer sein, ne? Achso, wir können fahren. Wir haben Elektroantrieb. Ich bin ja auch mal gespannt, wo die Zukunft überhaupt alles mal hingeht, ja. Ich wäre auch total überrascht, wenn, wenn die im Euro-Truck-Simulator irgendwann mal ein Elektro-LKW reinmachen. Prinzipiell hätte ich da gar kein Problem mit. Und prinzipiell muss ich auch sagen, dass ich jetzt falsch gefahren bin. Ich hätte da oben lang fahren müssen. Ist natürlich die Frage, wo kommen wir jetzt hier hin? Ob das überhaupt so eine Route ist? Ah, Freunde, ich muss jetzt den Bescheißer-Modus machen, weil ich die X-e nicht gesehen habe. Ich muss wirklich den Bescheißer-Modus machen. Habt ihr ja nicht gesehen. Puh. Ja, was willst du machen? Ja, war eine 50-50-Chance. Und natürlich, was macht der Maximus? Die falsche Fahrbahn auswählen. Ja, wer kennt das nicht? Ja, ein großes Thema bei euch ist ja auch immer wieder Maximus No Navi. Eine Tour mal machen. Ja, warum nicht mal in Deutschland nur Navi fahren, wo ihr dann quasi mit abstimmen könnt und ich darf nur aufs Navigationssystem gucken, wenn ich an der Tankstelle oder an einem Rastplatz bin und, dann darf ich aufs Navi schauen. Das, ja, könnte spannend werden. Aber mal schauen. Vielleicht machen wir das ja mal. Wenn ihr darauf Lust habt, ja, No Navi mit Maximus, das, was dieses Jahr noch irgendwie hinkriegen, mal auf den Sonntag,
dann, ja, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, weil ich denke, das wäre dann mal eine schöne Sonntagstour. Ah, das ist herrlich, wie die LKWs hier alle stehen, ne? Oh, da fehlt eine Front bei dem Truck. Ah ja, wahrscheinlich habe ich noch irgendeinen Mod drin. So, jetzt lassen wir mal runterrollen. Und ruckizucki vergeht die Zeit. Die Riesenblumen. Mal sehen. Also schnell darf man ja eh nicht fahren mit dem LKW. Ich übertreibe mal wieder maßlos. Das wäre so schön, jetzt ab den Truck hier zur Werkstatt bringen. Unseren Gebrauchten. Mal sehen, was die. Also ich bin immer noch am Überlegen, was SCS plant mit dem Gebrauchtwagenhändler. Das erschließt sich noch nicht so hundertprozentig. Aber wir werden es rausfinden. Okay, Freunde. Das wäre da, das würde nicht so viel Sinn machen. Ah, ich habe ja damit schon Probleme. Hier rein zu fahren mit dem LKW. Ah, uiuiui, ist es eng, ist es eng, ist es eng. So, dann nochmal schnell zurücksetzen. Juhu! Ha! Abschleppmeister hat wieder agiert. So, das soll es gewesen sein. Mal sehen, ihr könnt ja mal reinschreiben, wo ich euch beim nächsten Mal abschleppen soll. Ja, Disco, ich will schon. Ja, wie gesagt, hier sieht man noch mal ein bisschen Fehler, ne? Aber es ist nur ein Anzeigefehler. So, das soll es gewesen sein. Auch das nächste Mal abschleppen, wenn wir entweder noch in der 1,49 oder spätestens in der 1,50 machen, um mal zu gucken, ob das noch alles geht oder nicht. Und mit diesen Worten wünsche ich euch allen noch einen schönen, erholsamen Samstag und würde mich freuen, wenn ihr euch morgen wieder anschließt und wir morgen wieder ja, eine gemütliche Tour machen. Also, dass ihr live dabei seid. Mit diesen Worten, haut rein, ihr seid die Besten. Bye, bye.